Moin, moin, Servus und Hallo. Heute 5 häufige Trainingsfehler, die du meinen solltest, um dein Training zu verbessern und auf die nächste Stufe zu bringen. Und bevor das Video startet, noch eine kleine Information in eigener Sache, denn ab heute starte ich die Challenge aus dem Video von letzter Woche. Wer mitmachen will, darf gerne mitmachen, gemeinsam unsere Ziele erreichen, gegenseitig Tipps geben, helfen, motivieren, alles Mögliche. Gerne mitmachen, folgt mir einfach auf Instagram und ich werde auch auf YouTube kurze Updates dazu machen. Also folgt mir überall gerne und dann werden wir das Ganze rocken. Aber jetzt verschwenden wir gar nicht lange Zeit, sondern fangen an mit dem ersten Tipp. Und zwar versuche zu verstehen, welchen Muskel du mit welcher Übung trainieren willst. Und ja klar, bei so etwas wie Bizeps Curls ist das ganz klar der Bizeps eben. Aber bei so Sachen wie Rückentraining, Latzug und so weiter ist das Ganze schon etwas komplizierter. Denn bei solchen Übungen machen zum Beispiel, wie breit greife ich im Obergriff oder eben im Untergriff oder wie weit neige ich mich zurück, einen riesigen Unterschied, welche Muskel ich hauptsächlich beanspruche. Und wenn ich jetzt eben nicht weiß, welchen Muskel ich gerade mit der Übung trainiere, passiert es gut und gerne mal, dass ich einen Muskel aus den zweimal trainiere, dafür einen anderen überhaupt gar nicht. Und es passiert dann eben auch oft, dass man sich ja eben auf die falsche Muskulatur konzentriert, eben die Übung deshalb falsch ausführt und nicht wirklich das Optimum aus der Übung herausholt und einfach komplett die Technik abfälscht. Das führt dann natürlich dazu, dass eben die Übung nicht so gut im Muskel ankommt, wie sie eigentlich sollte und deswegen euer Training nicht so effektiv ist, wie es sein könnte. Und wo wir eben gerade bei effektiv sind, kommen wir gleich zum zweiten Tipp und das ist wie immer Technik über Gewicht. Ich weiß, es ist manchmal wirklich nervig, denn man hört es wirklich oft, aber die Technik ist eben wirklich wichtiger als das Gewicht. Und wenn ich jetzt eben mit sehr viel Schwung, Gewicht und mit wenig Technik arbeite, kann es eben sehr schnell passieren, dass ich nicht die Muskulatur beanspruche, die ich eigentlich beanspruchen will, sondern mehr andere Muskulaturen die Arbeit eben übernehmen. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, aber versuch doch einfach mal dein Ego zu Hause zu lassen. Denn das Wichtigste ist eben immer noch nicht, wie viel Gewicht bewege ich insgesamt, sondern wie viel Gewicht bewege ich mit der gewünschten Muskulatur. Und wenn es in deinem Freundeskreis immer nur darum geht, wer am meisten Gewicht bewegt, wer das größte Auto fährt oder wer die teuersten Klamotten hat, dann solltest du eventuell darüber nachdenken, den Freundeskreis zu wechseln, denn das ist für mich kein Teil von Freundschaft. Ich muss mich nämlich nicht darüber profilieren, was ich drücke oder wie viel Geld ich verdiene. Das hat für mich absolut nichts mit Freundschaft zu tun. Und dann kommen wir auch schon zu drittens und das sehe ich wirklich sehr oft, vor allem bei Anfängern. Und zwar wird ein verstärkter Fokus auf Isolationsübungen, also Übungen, die nur einen Muskel trainieren, gemacht, statt wirklich Grundübungen auszuführen, die halt mehrere Muskulaturen gleichzeitig beanspruchen. Grundübungen sind so etwas wie Kniebeugen, Bankdrücken, Latzug und so weiter, das eben über mehrere Gelenke läuft. Hier beim Latzug zum Beispiel das Ellenbogengelenk und das Schultergelenk und nicht so Isolationsübungen wie zum Beispiel Bizeps Curls, die wir jetzt eben nur den Bizeps trainieren. Und vor allem bei Anfängern sind so Isolationsübungen eigentlich so gut wie überflüssig. Denn erstens werden die Muskelgruppen, die mit Isolationsübungen beansprucht werden, wie Bizeps, Trizeps und so weiter, eben durch Grundübungen, wie zum Beispiel jetzt den Latzug der Bizeps oder beim Bankdrücken der Trizeps, sowieso stark genug beansprucht und werden so und so wachsen. Zweitens sind Grundübungen und vor allem Maschinentraining für Anfänger sehr wichtig, denn sie sollten erstmal eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen und die Bewegungsabläufe verinnerlichen, um eben dann schwierige Übungen wie Kreuzheben richtig ausführen zu können. Und was ich eben auch sehr oft sehe, ist, dass viele Leute am Anfang vom Training Isolationsübungen für Trizeps, Bizeps und so weiter machen, um dann noch schwierigere Grundübungen zu machen, was für mich keinen Sinn macht, denn so sind so kleine Muskelgruppen eben sehr oft sehr stark vorbeansprucht und können dann eben bei so großen Übungen wie Bankdrücken oder Klimmzüge eben nicht mehr so viel Leistung bringen. Und wenn ihr eben noch dann Isolationsübungen zu euren Grundtrainingen zu einbauen wollt, um etwas schneller Erfolg zu haben und etwas mehr zu machen, dann macht diese Isolationsübungen immer zum Schluss vom Training. Denn es macht keinen Sinn, am Anfang vom Training eben Trizeps, Bizeps zu trainieren, wenn man dann auch noch Klimmzüge oder Bankdrücken macht, weil eben dadurch die kleinen Muskulaturen so stark vorbeansprucht sind, dass sie eben bei so großen Übungen dann der limitierende Faktor geworden sind. Und das sollte eben nicht der Fall sein, denn limitierender Faktor bei so großen Übungen sollten dann eben die Muskulaturen sein, die man beanspruchen will, wie jetzt beim
Bankdrücken zum Beispiel die Brust. Und wo wir schon dabei sind, kommen wir jetzt zum vierten Trainingsfehler, und zwar, du hast den Fokus auf die falschen Sachen. Und damit meine ich, dass viele mit dem Training eben anfangen und dann erstmal tonnenweise Supplements einkaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen würden. Das Internet durchforsten nach irgendwelchen Isolationsübungen, die nochmal den Bizepswachstum maximieren. Und viele verlieren dann eben die wichtigsten Sachen aus dem Fokus. Und das sind zum Beispiel, dass man eben erstmal das Training für einen längeren Zeitraum durchzieht, dass man sich eben auf eine gesündere Ernährung konzentriert mit wenig Fastfood, viel Eiweiß und dass man eben versucht, jeden Tag seine 7-8 Stunden zu schlafen. Denn das sind die drei wichtigsten Dinge, wenn ihr irgendwie im Krafttraining erfolgreich sein wollt. Alles andere könnt ihr danach anstellen. Das andere ist nicht so wichtig und holt nur noch ein paar Prozentpunkte raus zu eurem Training. Aber diese drei Sachen sind das Allerwichtigste. Und dann kommen wir eben auch schon zu fünftens. Konzentriere dich auf dein Training. Versuch immer so wenig wie möglich zwischendurch auf dein Handy zu schauen, zwischen den Satzpausen, und versuch dich einfach auf dein Training zu konzentrieren. Klar, das Ganze soll Spaß machen, aber wenn ich dann eben zu fünft im Training bin und jeder die gleiche Übung macht und man dann eben zwischendrin 10 Minuten Pause hat, ist das Training nicht mehr wirklich effektiv. Und deswegen, es wäre auch schade, wenn man ins Training geht, sich anstrengt, immer wieder weitermacht und dann eben nicht so großen Erfolg hat, weil man eben sich dauernd ablenken lässt. Geh ins Gym, nimm dir vielleicht noch eine Person mit, mit der du etwas reden kannst zwischendurch, zieh dein Training durch, mach nicht zu lange Satzpause und schau, dass du das Ganze dann eben auf eine Stunde oder eineinhalb Stunden durchziehst und dann wieder mit deinem Alltag weitermachen kannst. So, aber das war's jetzt schon wieder für heute. Ich hoffe, die Trainingstipps helfen euch ein bisschen, um euer Training auf die nächste Stufe zu bringen. Falls ihr noch Fragen oder andere Tipps habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, dann gibt es vielleicht nochmal einen zweiten Teil davon. Und falls ihr noch Supplements braucht, geht's gerne auf proteinarena.de mit dem Code Josef15, könnt ihr nochmal 15% zusätzlich auf den kompletten Einkauf sparen. Und wenn ihr zur Challenge nichts verpassen wollt oder gerne auch noch selber mitmachen wollt, folgt mir ganz einfach auf Instagram, da werde ich auch sehr viel Input von mir selber geben, wie mir selber eben bei meinen Zielen geht und so weiter. Gerne liken, abonnieren, wenn es euch gefällt, und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Peace.